Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video in GTA Online, denn heute zeige ich euch einer der krassesten Glitches, die es aktuell gibt, denn heute zeige ich euch einen richtig heftigen REP-Glitch und ja Leute, Ironie, ich habe gestern schon einen hochgeladen, aber gestern Abend kam tatsächlich ein richtig, richtig krasser REP-Glitch, wo ihr sogar Level 1000 werden könnt und wirklich mega leicht. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Glitches in GTA Online. Aber was braucht ihr denn für diesen Glitch eigentlich? Für diesen Glitch braucht ihr erstmal eine Einladungssitzung, denn dieser Glitch muss in einer Einladungssitzung stattfinden. Und ihr braucht für diesen Glitch auch einen Freund, aber keine Sorge Leute, dieser Freund muss nur 2-3 Minuten irgendwas machen, danach kann er auch die Sitzung wieder verlassen. Aber gut, dieser Freund braucht aber die Möglichkeit, sich selbst als CEO zu machen oder als MC-Präsident. Außerdem, Leute, braucht euer Freund auch ein Apartment. Ganz wichtig an dieser Sache. Und ihr selber, Leute, braucht einfach Kapital. Und zwar nicht wenig, Leute. Je nachdem, welches Level ihr erreichen wollt, braucht ihr wirklich viel Kohle. Aber gut, Leute, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Als erstes, Leute, seid ihr mit eurem Freund in einer Einladungssitzung. Ihr seid jetzt schon in LSK-Meet und euer Freund ist im Apartment. Euer Freund registriert sich jetzt einfach als CEO und lädt euch ein in sein CEO. Ihr nehmt einfach diese CEO-Einladung einfach an. Seid jetzt im CEO beigetreten, Leute. Als nächstes, Leute, muss jetzt euer Freund in eine Aktivität reingehen. Das bedeutet, er öffnet sich das Handy, geht auf schneller Job, geht auf Aktivität, geht zum Beispiel auf Golf, Darts oder sonst irgendwas und geht auf alleine beitreten. Und Leute, euer Freund muss jetzt ca. 20 Sekunden warten, bis jetzt unten rechts in der Ecke steht 1 von 2, 2 von 4, irgendwie sowas, dass da steht, Lobby wird gefüllt. Denn Leute, als nächstes müsst ihr jetzt zum Kleiderständer gehen. Und zwar so, dass oben links steht, rechte Pfeiltaste für Oberteile. Denn jetzt, Leute, lädt jetzt euer Freund euch in sein Apartment ein. Und sobald ihr diese Apartment-Einladung bekommt, Leute, öffnet jetzt diese Einladung auf dem Handy. Das bedeutet, ihr öffnet das Handy, geht auf Jobliste und geht auf diese Einladung. Aber so, Leute, dass ihr noch einmal X drücken müsstet, um diese Einladung anzunehmen. Und als nächstes müsst ihr jetzt eurem Freund übers Profil beitreten. Das bedeutet, wir gehen ins PSN, gehen jetzt auf den Profil von unserem Freund und gehen jetzt auf Beitreten. Also so gesehen, ich bin jetzt gerade in der letzten Meldung, bevor ich dem Freund wirklich beitreten würde übers Profil. Denn hier müsst ihr jetzt mal kurz stoppen, denn ihr müsst jetzt als nächstes X spammen, was das Zeug hält. Denn Leute, ihr müsst jetzt einmal so gesehen akzeptieren, dass eurem Freund übers Profil beitritt. Und zweitens, ihr müsst die Meldung auf dem Handy auch mit X bestätigen, dass ihr in sein Apartment wollt. Also sprich, beides gleichzeitig. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen X-Spam, was das Zeug hält. Also ich mache das jetzt einfach mal, zack, 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 zack. Ihr seht schon, dass ich ganz, ganz viele Meldungen bekomme und ich habe die einfach alle durchgeskippt. Und ihr habt so einen verbuggten Ladescreen. Und sobald ihr diesen verbuggten Ladescreen seht, Leute, könnt ihr schon anfangen, die rechte Pfeiltaste zu spammen, was das Zeug hält. Also eventuell, ihr werdet einfach hoch in die Wolken gespawnt oder bleibt einfach unten drin, aber alles ist unscharf. Es ist egal, welche Variante ihr habt, ihr müsst jetzt hier einfach rechte Pfeiltaste spammen, was das Zeug hält. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr jetzt in den Kleiderständer gezogen werden, beziehungsweise ihr spawnt jetzt in den Kleiderständer. Und woran merkt ihr, ob es jetzt funktioniert hat? Naja, Leute, ihr seht ja jetzt, dass der Kleiderständer 51 Kategorien hat. Zum Vergleich hier einfach mal der originale Kleiderständer mit so 6 Kategorien, ne? Ich glaube, ihr seht selbst, Leute, das ist schon was anderes. Und Leute, glaubt's mir, glaubt's nicht, ihr seid jetzt in den REP-Glitch-Modus drin. Das bedeutet, euer Freund kann jetzt theoretisch die Sitzung verlassen. Gut, was müsst ihr jetzt tun, um REP wirklich jetzt zu bekommen? Naja Leute, ihr müsst jetzt einfach Kleidungsstücke kaufen und zwar so viele wie ihr könnt. Ganz wichtig Leute, diese Kleidungsstücke müsst ihr wirklich kaufen und es sind keine Kleidungsstücke, die ihr schon vorher mal gekauft habt. Denn hier, weil ihr so gesehen im LSK-Meet drin seid, in diesem Fake-LSK-Meet wohlgemerkt, wenn ihr da ein Kleidungsstück kauft, erhaltet ihr REP. Und dadurch erhaltet ihr einfach Level. Das bedeutet, ihr könnt theoretisch alle Kleidungsstücke durchkaufen und ihr kriegt richtig krass viele REP, beziehungsweise ihr seid einfach krass viele Level aufgestiegen. Aber Leute, was ist denn jetzt hier der Fall, wenn ihr zum Beispiel alle Kleidungsstücke gekauft habt? Kein Problem, denn hier gibt es tatsächlich einen Trick, wo ihr einfach unendlich oft eine Sache kaufen könnt. Und zwar müsst ihr dafür jetzt erstmal zur Kategorie Nummer 10, denn da müsst ihr jetzt eine Arbeitsjacke kaufen bzw. anziehen. Und wenn ihr diese Arbeitsjacke angezogen habt, scrollt hier runter zu Crew Emblem.
Und Leute, glaubt's nur, glaubt's nicht, ihr könntet dieses Crew-Emblem einfach drauf kaufen und wieder wegmachen. Und Leute, ihr könnt dieses Crew-Emblem wieder neu drauf kaufen, aber wirklich kaufen. Das wird immer wieder resettet, dass ihr es nicht gekauft habt. Und dadurch könnt ihr in dieser Crew-Emblem-Sache einfach durchgehend euer Level hochleveln. Und Leute, es ist tatsächlich möglich, Level 1000 zu werden mit diesem Glitch. Es dauert wirklich ein paar Stunden, aber es ist machbar. Aber bevor ihr jetzt jubelt, ne, ich habe gesagt, ihr braucht Kapital. Und Leute, ihr braucht wirklich Kapital. Und Leute, ich meine das jetzt wirklich, denn bevor ich diese Aufnahme gestartet habe, habe ich natürlich einen Glitch mal getestet und da bin ich tatsächlich von Level 40 auf Level 110 hochgestiegen. Und das hat mich ca. 10 Millionen GTA-Dollars gekostet. Und je höher ihr kommt, desto mehr kostet es auch euch, weil desto länger dauert es auch, ein Level hochzukommen. Deswegen, Leute, ihr braucht Geld. Aber keine Sorge, Leute, denn am Freitag werde ich einen Money-Glitch hochladen für die Leute, die einfach Geld brauchen. Aber gut, Leute, das war schon die ganze Magie hinter diesem Glitch. Und das Ganze jetzt einfach abzuspeichern, Leute, müsst ihr jetzt einfach aus dem Kleiderständer wieder rausgehen und ihr werdet später merken, dass ihr auf einmal kurz einen Blackscreen habt und später wieder in den normalen, richtigen LSK mit gespawnt seid. Ihr werdet dann wahrscheinlich, je nachdem, wie viele Level ihr gemacht habt, relativ viele Auszeichnungen bekommen, aber es ist auf jeden Fall danach gespeichert. Und Leute, wirklich, nutzt diesen Glitch aus. So einen einfachen Glitch wird es nicht mehr geben, beziehungsweise Rockstar Games wird ihn garantiert schnell patchen. Deswegen macht ihn einfach. Aber Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich immer noch übelst von einem fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich immer noch nicht abonniert haben, warum nicht? Der Glitch funktioniert doch, deswegen abonniert mich. Aber gut, Leute, ich bin mal raus. Euer Bombard. Ciao.